Ja, ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, die Software as a Service wird erst die Chance eröffnen, für Fachbereiche unabhängig von der IT eigene Lösungen einzukaufen und zu betreiben. Also wir werden eher eine Zunahme sehen der Schatten-IT und as a Service macht das möglich. Und das sehen wir auch schon ein bisschen so, die Budgets fließen ja in die Fachbereiche jetzt rein. Ne? Die IT selber ist nicht mehr der Herr im eigenen Laden, sondern die Fachbereiche übernehmen. Und Software-as-a-Service-Anbieter sind eigentlich die Bösewichter, die quasi die zentrale IT entmachten. Also gut gemanagte IT ist, glaube ich, ein Stichwort, das ist richtig. Ich glaube, die zentrale IT wird einen Gestaltungsanspruch haben, also im Prinzip das Ganze in den Blick behalten um zu vermeiden, dass Insellösungen entstehen und diese End-to-End-Synergien wegfallen. Was macht Opitz? Ja, ich glaube, wir werden in Zukunft sehen, dass IT-Systeme aufgebaut sind wie Autos, Systemkomponenten. Und Opitz ist ein Systemkomponentenhersteller und wir werden eine wichtige Systemkomponente von Anfang bis Ende für den Kunden betreiben und ihm helfen, da Innovationen reinzubringen. Gute Frage. Ich glaube, würde ich mit einem harten Jein antworten. Ich glaube, wenn gerade im Oracle-Umfeld sehen, dass Oracle ein sehr breites Angebot hat, sehr durchgängiges Angebot hat, und das wird sich durchsetzen. Und dann wird Oracle wahrscheinlich zeigen, dass ein kompletter Ansatz sinnvoll ist.